ein Millionenunternehmen, das auch noch Millionen pro Jahr durch World of Warcraft verdient, kriegt das einfach nicht geschissen, dass... Wenn du besessen wärst, dann bleib ich einfach mal hier stehen. Also da muss man echt sagen, Zahlrock wirklich überhaupt kein Verständnis für Spiel. Sehr ärgerlich. Ja, ich werde beschossen, das lernt man auch in der Bundeswehr. Wenn ich beschossen werde, bleibe ich stehen. Das lernt man schon im Kindergarten, nicht einfach sich unter die Schaufel eines Mitspielers stellen. Ja, vor allem nicht einfach stehen bleiben, wenn man beschossen wird. Aber das macht man natürlich als Wegfindungs... Nachbarkinds laufen. Nerburix versucht wieder die Probleme dieses Spiels hat. Hier komplett irgendwo Nerburix anders hinzuschieben. Wieder die Schuld nicht bei sich zu finden. Das ja, das stimmt auch nicht. Dann nie dazu bringen, dass er irgendwie besser wird. Ich bin halt mehr für sinnvolle Spiele und nicht Spiele, wo... So. Gonrill ist übrigens online. Gonrill ist online, willkommen zurück. Ich habe eventuell, habe ich gerade... Aber da hat Nergerix das Spiel auch verloren gerade eben. Hallo, ich habe wunderbar das Spiel gewonnen. Du hattest nur doppelt so viele Werte. Arbeiter! Arbeiter hattest du tatsächlich auch mehr? Ja, da sieht man mal. Wer sich hier aufs Spiel konzentriert... Das stimmt, du hast aber gesagt, du hast einen Double Drop und hast nichts verloren. Ja. Ja, nee, das war ein einfacher Drop, ganz am Anfang. So. Ja, da habe ich nichts verloren, das stimmt. Aber gegen den Triple Drop unten links habe ich was verloren. Vor allen Dingen Mining-Zeit. Und die hat mir dann leider das ein bisschen was so gekostet. War ein interessantes Spiel, auf alle Fälle bei Nergorix gucken. Wir spielen gegen zwei Leute mit einem komischen Bild. Doppelterraner gegen Zirk und Protoss wird es also jetzt hier im zweiten Teil der Folge geben. Ich sitze ein bisschen azentral auf meinem Bild hier. Also nimmt man das azentral? Lass mal jetzt noch mal ein bisschen früher. Noch früher? Weiß ich aber nicht, ob ich das hinkriege. Ja, so zwar eine zweite Base genommen, aber du baust erst schon drei Barracks vor der Echse. Und dann pushen wir, sobald Stim durch ist. Und das ist die ersten zwei Mitwegs. Oder wir machen eine andere Variante, Starbuck. Bau mal jetzt das Gas first. Okay. Und dann machen wir zwei Medibag Drop. Ach nee, die Medibags, wenn die beschossen werden, die bleiben einfach stehen. Ja, du musst sie ja auch beschützen. Das sind nicht dumme, so, jetzt Barracks bauen, logischerweise. Ja, ich habe noch nicht genügend Minerals für Barracks. Ja, ist klar. Du hast aber auch schon hier wieder einen Anfängerfehler gemacht. Du hast ein WBF genommen, was noch Mineralien in der Hand hat. Diese fünf Mineralien werden dir jetzt hier das Genick brechen. Ja. War in Age of Empires auch anders. Da hatten die wenigstens noch Holz in der Hand. So, nee, noch nicht. Also wir werden jetzt tatsächlich doch die Echse früher nehmen mit diesem Bild, den wir jetzt spielen. Okay. Wie nennt sich der Bild denn? Ach, Marine Drop. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn genau richtig... Wann muss ich denn die Echse nehmen? Erst Orbital, dann Echse. Okay, Orbit dauert aber noch ein bisschen, weil die Barracks... Ja, genau, du musst erst auf die Barracks warten. Und Depot, also du baust jetzt Orbital, Echse, Depot. Okay. Also jetzt kannst du mit deinem WBF losfahren. Geh mal auf die weitere Position, dann haben wir den gleichen Weg. Orbital, Echse... Orbital, Echse, Worker. Nee, Depot! Schule, die neben mir ist, die hatte heute Morgen Feueralarm. Oh, geil. Achtung, ey. Achtung, bitte verlassen Sie das Gebäude. Das soll ich einen Reaper bauen? Nee, ne? Nee, jetzt baust du direkt einen Reaktor. Ohne Einheit. Einen Reaktor? Reaktor. Dem Reaktor ist nichts zu schwer. Dann baust du eine neue Barracks. Ich dachte eine Factory! Nee, direkt die zweite Barracks. Jetzt habe ich eine Factory angefangen. Warum baust du denn eine Factory? Ja, weil ich dachte, wenn wir Double droppen, dann ist eine Factory für Drop. Ja, aber jetzt willst du die Factory hinterher. Und die beiden Barracks ist von wichtiger eigentlich. Dann baue ich jetzt direkt das Dings hinterher. Alles klar. Und dann sofort das nächste Gas nehmen und währenddessen nicht wie ich vergessen, WBFs zu bauen. Wäre gut. So, und dann bauen wir nun direkt die ersten zwei Marines. Das geht sich genau aus, wie der Österreicher sagt. Das kann das bei euch eigentlich auch? Ja. In der Tat. Das geht sich. Ich habe mal bei irgendeinem YouTuber gesehen und dann daraufhin wahrscheinlich übernommen. Wahrscheinlich bei Heider oder so. Und das fand ich sehr, sehr merkwürdig, weil das hatte ich vorher noch nie gehört. Es geht sich aus. Doch. Also es ist klar, was das bedeutet, aber es war für mich irgendwie. Oh, bitte! So, und jetzt aus der Barracks, die gerade fertig geworden sein sollte, bei dir noch nicht ganz, war auch so ein Reaktor. Nee, nicht ein Reaktor, ein Tech Lab.
Natürlich! Du jetzt direkt. Irgendwas kommt. Ja, da ist hier ist übrigens. Oh, hier ist übrigens. Warum haben wir das nicht gesehen? Wie sind wir denn durchgekommen? Ist hier nicht zu? Hier ist nicht zu, weil du umgeflogen bist. Wo? Dieses Fliegen. Zu da vorne. Dieses Fliegen, ey, da steht doch noch irgendwo ein. Tadrock, zumachen bitte. Mach ich! Ich hoffe, wir halten das irgendwie. Schießt an meine eigenen Leute. Bitte schießt auch. Vielen Dank. So, hast du, du hast den Starport schon wieder verschlafen, Zarot. Ich wurde auch angegriffen. Der ist bei diesem Bild essentiell. Und Stim erforschen. Ja, ich wurde auch angegriffen. Nicht Armory! Also, du hast diesen Bild auf jeden Fall nicht drauf. Kann man an dieser Stelle mal festhalten. Ja, noch nicht, Nerix. Weil eigentlich müssten wir jetzt gleich schon los. Aber du hast immer noch keinen Starbuck gebaut, doch da oben, meilenweit weg vom Reaktor. Das ist natürlich sinnvoll. Das stimmt. So, nochmal Depot, dann als Follow-up Engineering Way. Also ich bin jetzt gleich so weit. Ich werde jetzt auch gleich droppen, ne? Also ja, mach das doch. Niemand wird dich aufhalten. Bau mal gleich einfach ohne Reaktor das erste Mittel weg. Dann kannst du wenigstens so ein bisschen mithelfen. Jetzt nicht Supply blockieren bei 46, ne? Nee, ich hab noch frei hier. Also. So, ich fahre jetzt auf dein erstes Medivac. Du solltest auch immer weiter Marines auch aus deiner Tech Lab Barracks machen. Jetzt vorne zu, ja. Schick mal dein WBF wieder rein. Wo rein? Achso, rein. Noch geht doch! Geht nicht! Ja, dann musst du das Depot runter machen. Jetzt lad deine Einheiten in deinen Medivac ein und komm mit mir mit. So, ich komme! Ja, komm auf meine Höhe, dann boosten wir gleichzeitig. Und Boost! Was ist denn Boost? X ist Boost! X ist Boost! Dann booste halt nicht. Ja, ich kenne die Einheiten noch nicht so gut. So, hier laden wir aus. Mein Stim ist noch nicht durch. Okay, das sollte theoretisch so nicht passieren. Du solltest auch ausladen, wäre sehr nett. So, Benning jetzt fokussen, das upgradet nämlich gerade. Dieser Stuhl! Mein Medivac auf den Stuhl konzentrieren, sondern ausladen. Mein Medivac hat aufgehört auszuladen! Ja, dann mach noch weiter jetzt. Jetzt ist alles Stim durch. Ich hoffe bei dir auch. Ich habe noch keinen Forschung abgeschlossen. Weiter Makro, ne? Ja, ich baue Worker und Einheiten halt, ne? Ja, das nennt man auch Makro. Hast du gut erkannt. Okay, und einladen und weg. Ach, du kannst nicht mehr einladen, weil du mir die weg verloren hast. Das stimmt. So, aber mein Follow-up war nicht ganz fehlerfrei. Lief erstmal besser als erwartet, jetzt als erster Ausguss. Soll heißen, ich habe irgendwie vergessen, vernünftig zu makronen. Wenn man Supply-Block ist, dann ist das nicht so gut, oder? Das ist korrekt. Da muss ich leider mal diesen Cooldown nutzen. Der Cooldown ist so wie F2, das macht man eigentlich nicht, aber was muss, das muss. Bad Mut, dat Mut. Genau. So, Combat Shield wäre auch mal eine Idee. Oh, die haben Spire. Auf jeden Fall Turrets absichern. Ich hoffe, du hast dran gedacht, als ich das gesagt habe, das Engineering Way zu bauen. Das habe ich gebaut, ja. Oh, das überrascht mich, muss ich zugeben. Ich glaube, ich habe zu viele Worker. Ja, ich habe hier zu viele Worker. Ich dachte, die ganze Zeit. Oh, ganz viel! Stim, no matter what. Da sind die Mutas genau eine Sekunde zu früh gewesen vor meinem Tourette. Vor meinem Tourette? They say yeah. Alles gut. Das kann ich nicht. Ich mach jetzt mal kurz Double Drop hier. Hast du eine dritte gebaut? Nein. Soll ich einen dritten bauen? Ja, wenn du genug Geld dafür hast, ist das immer schlau. Du willst jetzt droppen? Nein. Mutas wäre nein. Das nicht so schlau. Ich will nicht droppen. Warum will ich droppen? Nee, willst du auch nicht. Ich habe das verstanden, dass du das willst. Ich habe gesagt, ich muss double droppen, weil ich Supply technisch ein bisschen. Supply Calldown willst du nutzen. Lass mal raus. Ich hab gerade jetzt ein Mew geworfen, aber nein, das war glücklicherweise nur ein Supply Calldown.
Das hätte mich zugegebenermaßen ein bisschen irritiert. Machen wir ein zweites Turret unten. Und Repair, falls die den Turret angreifen. Nee, nicht da. Du musst jetzt schon ein bisschen weiter spreaden. Weil ja, du willst ja möglichst viele Fläche abdecken. Ja, jetzt steht der halt da. Ist gut. Ja, dann musst du einen dritten Turret bauen, weil das erreicht das Klassenziel hier nicht, Zarok. Achso, dann baue ich hier noch eins. Er hat sich stets bemüht. Habe ich letztens zu dir auch unter die Kommentare geschrieben. Das stimmt aber auch. Das kann nicht wahr sein. So, lass mal pushen, oder? Wie sieht es bei dir mit Versorgung aus? 116 von 118. Ja, drück F2, bei dir stimmt schon ganz viel in der Mainbase und leg das dann auf den Hotkey. Und dann pushen wir jetzt. Ach, bei der Terraner ist ja eine Rasse, wo man F2 drücken kann, ne? Das kann man mit allen Rassen, sehr gut. Da sind übrigens ziemlich viele Linge. Ich stimme mal nach vorne. Jetzt sind die Linge alle tot. Da vorne ist irgendwas, da ist ein Overlord. Ich hätte fast was umgekippt hier. Oh, da fahren Drohnen runter. Die nehmen wir mit! Nee, die nehmen wir nicht mit, wir pushen direkt. Okay, da oben müssen wir wieder das Banning Nest und das Upgrade wieder Banning Speed. Und wenn wir das jetzt wieder bekommen, wäre das schon ganz geil. Ja, kriegen wir auch wieder, ne? Ich nehme die Base raus, du gehst auf die Mudas. Ja, mein Liberator soll eigentlich separat drauf schießen. Protoss ist halt noch ein bisschen ärgerlich hier. Das stimmt. So, jetzt bin da. Ja, gleich mit einem bisschen Protoss. Ich zünde nochmal Stim. Stim, no matter what. Ich bin so ein bisschen nach vorne Starter steppen hier, überhaupt kein Problem hier, GG. Bam, so, ein bisschen nachbauen. 2000 Mineralien passt. Ja, 2000 Mineralien, ewiger Supply Block, passt. Ich bin losgelaufen mit 118. Ich habe das Spiel beendet mit 118. Ich hatte nicht mal so viel. Ich war bei 108 oder so Supply Block und hatte so viel. Ja, geht doch ganz gut hier. Wir sind auch wieder Platin 3. Ja, gut. Ich würde aber an dieser Stelle sagen, auch wenn die Folge bei Zark zu kurz ist. Ja, tut mir leid, ist meine eigene Schuld. Dafür deutlich länger. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr die nächste Folge klicken und rechts für ein anderes Projekt von mir. Und damit schon einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.